Willkommen wieder zurück bei Mirror's Edge. Naja, hat einige Zeit gedauert, bis ich wieder aufnehme, aber ich habe mir mal die nächsten zwei Missionen mal angespielt im Voraus und die werden knüppelhart. Kann ich euch sagen. Knüppelhart. Vor allem die nächste. Müssen wir uns erstmal noch eine Cutscene erstmal uns noch ansehen. Genau. Nope. Ich stehe hier. Vorbeischaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropern ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Oh, aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Ropern ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche, am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Tja, genau da müssen wir leider hin. Das ist das Problem. Die Mission ist sowas von knüppelhart. Deswegen... Genau. Die nächste habe ich dann auch schon geschafft. Fehlt halt nur ein Koffer. Punkt A. Ja, mach ich mal. Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Ich will das nicht mehr zocken. Aber ich muss ja. Ich breche keine Projekte ab, mal abgesehen von dem Master Quest Hack, aber egal. Jedenfalls keine PC-Let's Plays. Die Docks. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Tja. Vor langer Zeit habe ich mal die Aufnahme gemacht, aber leider entfernt. Wobei das dann zu bunt wurde. Das war zu weit. Das hier ist besser. Aber wir müssen da lang. Höher geht's leider nicht. Wäre schön, wenn man da ja zum Fenster hinkommen würde, aber... Ja, geht's auch nicht und tiefer würde genauso wenig bringen, also müssen wir... Ach ja, Mirror's Edge, Warner's Edge. Den Klickkopf habe ich schon längst. Ja,
habe ich bei der ersten Aufnahme gesammelt. Wow, auch nicht zu weit. Feifei, denn du musst jetzt hier an der Wand und hier lang. Ja. Genau, und natürlich auch dementsprechend abspringen. Wenn wir genug Tempo haben, können wir auch auf dieses Sitzkissen da landen. Schaffen. So, den Rest des Weges kann ich noch. Wird kein Zucker schlecken, das sage ich euch gleich. Zur Not nehme ich auch zwangsweise einen Trainer, wenn es mir zu bunt wird. Habe ich schon längst, deswegen habe ich auch damit die zwei anderen Missionen im Voraus gespielt, um zu wissen, wie es weitergeht. Und auch um die Koffer zu suchen. So. Genau. Hier lang. Achtung, Sie könnten... gehabt. Scheiße, ich brauche die noch. Ach da. Jetzt weiß ich, wo er ist. Gut. Die Munition reicht noch.
keinen vergessen. Scheint wohl nicht so. Zum Glück. Weitergehen normal. Gut, ich habe jetzt noch die Knarre. Ist aber recht wenig. Da wäre ja die von Vorteil, aber...